In dieser kleinen Serie schauen wir uns die Häkel-Grundschritte an, damit du Häkelanleitungen wie zum Beispiel meinen Puppenschuhanleitungen folgen kannst. Das nächste Video in dieser Serie ist in der Videobox unter diesem Video verlinkt. Ich versuche die einzelnen Schritte so klar wie möglich zu zeigen, aber falls du die Geschwindigkeit des Videos verringern möchtest, klick auf die YouTube-Einstellungen und stell die Geschwindigkeit auf 0,5 oder 0,25. Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammy Dolls. In diesem Video schauen wir uns an, wie man zwei Stäbchen zusammen abmaschen kann. Dazu werde ich dann auch gleich wieder das Video verlangsamen, damit wir uns ganz im Detail anschauen können, wie das denn vor sich geht. Und da bin ich schon gleich am Ende angelangt von meinem ersten Abmaschen von zwei Stäbchen. Jetzt fangen wir an. Wir legen den Faden um die Nadel, gehen in die nächste Masche hinein. Ziehen den Arbeitsfaden nach vorne, haben nun drei Schlaufen auf der Nadel. Dann nehmen wir den Arbeitsfaden auf und ziehen ihn durch die ersten zwei Schlaufen auf der Nadel und haben nun wieder zwei Schlaufen auf der Nadel. Legen den Faden um die Nadel, gehen in den wiederum nächsten Masche hinein, ziehen den Arbeitsfaden nach vorne. Nun haben wir vier Schlaufen auf der Nadel, ziehen den Arbeitsfaden durch die ersten zwei Schlaufen, haben nun drei Schlaufen auf der Nadel und nun ziehen wir den Arbeitsfaden durch alle drei Schlaufen auf der Nadel. Und dann haben wir zwei Stäbchen zusammen abgemascht. Und nochmal, Faden um die Nadel, in die nächste Masche hinein, nehmen wir den Faden auf und ziehen ihn nach vorne. Dann nehmen wir den Arbeitsfaden auf und ziehen ihn durch die ersten zwei Schlaufen auf der Nadel. Legen den Faden um die Nadel und gehen in die nächste Masche hinein. Ziehen den Arbeitsfaden nach vorne. Nun haben wir vier Schlaufen auf der Häkelnadel. Nehmen den Arbeitsfaden auf und ziehen ihn durch die ersten zwei Schlaufen auf der Häkelnadel. Und dann nehmen wir den Arbeitsfaden und ziehen ihn durch die letzten drei Schlaufen auf der Nadel und haben wieder zwei Stäbchen zusammen abgemascht. Und noch einmal. Faden um die Nadel, in die nächste Masche hinein. Ziehen wir den Arbeitsfaden nach vorne. Haben nun drei Schlaufen auf der Nadel. Ziehen den Arbeitsfaden durch die ersten zwei Schlaufen auf der Nadel. Nun haben wir zwei auf der Nadel. Legen den Faden um die Nadel. Gehen in die nächste Masche hinein. Ziehen den Arbeitsfaden nach vorne durch die Masche. Nun haben wir vier Schlaufen auf der Nadel. Dann ziehen wir den Arbeitsfaden durch die ersten zwei Schlaufen auf der Nadel. Durch die ersten zwei, Theresa. Ja, nicht durch die ersten drei. Manchmal vertut man sich dann ein bisschen. Genau, dann haben wir drei auf der Nadel. Und nehmen den Arbeitsfaden auf und ziehen ihn durch die drei Schlaufen auf der Nadel. Und haben es wieder geschafft. Und noch einmal. Und ein letztes Mal. Faden um die Nadel, in die nächste Masche hinein, den Faden nach vorne ziehen, den Arbeitsfaden durch die ersten zwei Schlaufen auf der Nadel, Faden um die Nadel, in die wiederum nächste Masche hinein, den Arbeitsfaden nach vorne ziehen und wieder den Arbeitsfaden durch die ersten zwei auf der Nadel. Nun haben wir drei Schlaufen auf der Nadel und dann ziehen wir den Arbeitsfaden durch alle drei Schlaufen auf der Nadel. Und dann bin ich auch, glaube ich, schon wieder angelangt am Ende hier von meinem kleinen Projekt. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie man eine Kettmasche häkelt. Und ich hoffe, ich sehe dich dann auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlasse mir einen Kommentar mit deinem Feedback.
und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!